Gibt es ein Mantra, ein Ritual oder eine Erkenntnis, die du jetzt mitnimmst aus dem Camp? Ja, gibt tatsächlich mehrere Erkenntnisse. Ja, ist immer so dieses Durchatmen und erstmal gucken, was ist denn um dich rum. Also nicht den Kopf einschalten, sondern einfach mal die Sinne einschalten. Sehen, hören, wahrnehmen. Was ist denn eigentlich hier gerade da und raus aus diesem Kopfkino? Was mir vorher nicht ganz neu war, aber ich nie umgesetzt habe, das Entgegensetzen von positiven Affirmationen, wenn man schlechte plötzlich in den Kopf bekommt, dass man die gut ersetzen kann. Und das war das erste Mal, also mir war das vorher auch klar, dass das geht, aber hier war es das erste Mal so, dass ich praktisch gezwungen war, mir mal was zu überlegen und erstmalig auch mal im Kopf anzuwenden. Und ein Mantra ist, ja, du bist gut so, wie du bist. Das fand ich total gut, die Übung mit dem inneren Rhythmus, also wo wir die Schrittgeschwindigkeit, die BPM gemessen haben. Das fand ich total interessant. Und ich glaube, dass es, also ich wünsche mir, dass ich das schaffe, manchmal so in mich zu gehen und im Alltag, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt total unter Strom, dass ich das irgendwie wahrnehme, sage, okay, stopp, jetzt. Na, jetzt versuche ich mich irgendwie runterzubringen und meinen eigenen inneren Rhythmus wieder zu finden.